Das sind noch Wildzeuge und wir sperren sie in diesen Rahmen ein. Ja? Also es ist ein Armutszeugnis, wenn ich meinen Kindern erklären muss, warum wir Zeuge so einbeschliessen. Nicht mehr lang, Mädels. Hm? Ein Schwein, das Schwein sein darf, hat wirklich Schwein. Mit der Schnauze in der Erde wühlen, über eine Wiese rennen. Von den 1,4 Millionen Schweizer Schweinen dürfen das nur wenige. Dieser Film erzählt vom Schweinemeister Oliver Hess und seiner Familie, von seiner Vision, den Tieren trotz Massenhaltung möglichst viel Auslauf, frische Luft und vor allem Würde zu geben. Von einem Schweinemeister, der eine Tierfabrik kaufte, um so die Schweinehaltung zu revolutionieren. 4 Jahre waren wir mit der Kamera dabei. 4 Jahre, in denen einiges anders kam als erwartet. Unsere Geschichte beginnt im November 2015. Die wenigen Wochen alten Ferkel kämpfen um ihr Futter. Ein ganz gewöhnlicher Morgen im luzernischen Mosen, im Stall von Oliver, Esther und Anouk Hess. Gut, so gehen wir zum Essen. Der Schweinestall ist ein Großbetrieb. 1800 Mastschweine pro Jahr, 200 Muttersäue. Den Hof hat Familie Hess 2012 gekauft mit einem Darlehen. Hey, hey! So, da sehen wir sie jetzt gerade ein bisschen am fertig säugen. Ich bin's! Die Mami ist eingeschlafen beim Säugen. Als du zum ersten Mal hier reingekommen bist vor 3 Jahren, was waren so deine Gedanken? Also ich schaue diesen Tieren heute noch in die Augen. Wir konnten ja noch nicht sehr viel bewegen, aber in diesem Stall schon klein. Und ich habe einfach die Tiere angeschaut und das Gefühl gehabt, ich muss etwas für die tun. Also das wollte ich so nicht akzeptieren. Wir hatten aber ein Jahr, bis wir die Schädlinge einigermaßen draussen hatten, also Mäuse, Ratten. Wir haben 1,5 Jahre gegen Fliegen gekämpft. Die Wände waren schwarz vor Fliegen, wo wir hier reingekommen sind. Seither hat Oliver Hess eine Mission. Er will glücklichere Schweine. Dafür hat er im Stall bereits einiges verändert, aber das reicht ihm noch lange nicht. Er will den Betrieb komplett umbauen. Das braucht allerdings Zeit und Geld. Ist alles gut. Jetzt reagiert natürlich die Mami. Alles gut. Als ich das erste Mal in diesen Stall hineingestanden bin, nur mal zum Schauen, wie es aussieht, habe ich eigentlich mal gesagt, also hier werde ich nie arbeiten. Weil das einfach für mich wirklich sehr schlimm war, zum Anschauen, wie die Tiere gehalten werden. Und ja, es war eigentlich auch die ganze Motivation, in den 3 Jahren wirklich auch so viel zu machen, dass wir die Chance haben, ich sage jetzt mal, wirklich bei den Säulen etwas zu verändern, was nachher artgerecht ist. Also für mich ist es eigentlich eine Fabrik, eine Tierfabrik. Ja. Es gibt schon aber immer wieder Momente, wo ich das Gefühl habe, nein, das ist fast nicht zum Aushalten. Also jetzt vor allem mit dem Mast hin, ich gehe einfach rein und mache es halt. Und probiere das wirklich abzuschalten und halt das Gefühl, ja, das ist nicht so arm mit dir, weil sonst könnte ich es gar nicht machen. Der Maststall. Hier ist alles noch so, wie Oliver Hess den Hof übernommen hat. Die wären jetzt im Teenie-Alter. Ne? Und das sind interessierte Tiere, ja, wo wettet wühlen, wo wettet mal können umspringen, wo wettet schauen, wie das Tageslicht aussieht. Alles ist im erlaubten Rahmen, auch der Vollspaltenboden. Der wurde erst 2018 verboten. Trotzdem sind das für Oliver Hess schlimme Zustände, die einen Totalumbau erfordern würden. Diese Schweine sind etwa 3 Monate alt, werden mit 7 Monaten geschlachtet, wiegen dann rund 110 Kilogramm. Das hat mir am meisten wehgetan, als ich gekauft habe, weil hier haben die Tiere wirklich den ganzen Tag nichts zu tun. Sie haben
Sie müssen sich dort versäubern in ihr Nest. Wir zwingen die, oder? Die sind recht lethargisch, oder? Die finden, was soll ich da den ganzen Tag? Und warten so, bis wir sie essen. Oder? Das wäre wie wenn wir immer am gleichen Ort würden legen. Feissen tun wir auch, aber das Tier hat nie Muskelkater gehabt, das hat nie richtig durchblutete Muskel gehabt. In meiner Denkweise sollte man das nicht essen. Seit Jahrtausenden dient das Schwein dem Menschen als Fleischlieferant. Doch für Oliver Hess ist ein Schwein mehr. Es hat Bedürfnisse, ähnlich denen der Wildsau. Es möchte in der Erde wühlen, nach Früchten suchen. Hier ist die empfindliche Schnauze dem Ammoniak ausgesetzt, das aus ihrem Urin und Kot entsteht. Sie haben sehr viele Lungendeformationen, weil sie halt wirklich mitten im Ammoniak sind. In ihrem eigenen Kot. Richtig traurig. Hocken auf dem Beton und warten, bis sie sterben. Er hat sich hoch verschuldet, um einen Hof zu kaufen, den er radikal verändern kann. Ende 2015 sind die Pläne schon sehr konkret. Das Modell eines Auslaufgeheges steht. Die Frage ist zu beantworten, wie bringe ich es hin, dass ich 50 Tiere hier rauslasse? Und wie bin ich sicher, dass wieder alle 50 drin sind? Oliver Hess sucht Investoren, um seine Ideen zu realisieren. 2 Millionen Franken. Interessiert sind heute der Fleischverarbeiter Migarna und ein Berufskollege. Da betonieren wir 1,50 Meter runter, vom Kanton jetzt auch zugesagt, und haben Kompost drin. So. Und das wäre natürlich super, der Kompost, den wir selber machen. Dann hättest du wieder einen Kreislauf. Weißt, müsstest du nichts Neues dazu nehmen. Einige Pläne sind in Mosen bereits umgesetzt, nämlich im Stall der Muttersäue. Sie haben eine abgetrennte Toilettenbucht und im Liegebereich Einstreu und Bodenheizung. Ja, gehen wir den Kadetten. Schon wenige Tage nach dem Absetzen der Ferkel kommt die Brunst, bei Schweinen auch Rausche genannt. Der richtige Zeitpunkt für die künstliche Besamung. Doch die Natur wird nicht ganz ausgesperrt, es kommt ein echter Eber zum Einsatz, allerdings nur mit seiner Nase. Das Blut der Muttersäue kommt trotzdem in Wallung, wenn er auf seinem ferngesteuerten Wagen vorbeifährt. Hey, hey, hey! So. Tipp. Feine Bubele. Feine Bubele. Der kommt einmal in der Woche unter den Säule rüber. Zum Belecken, ja. Man könnte eigentlich auch sagen, sofort alle Tiere freilassen oder schlachten, nicht länger leiden lassen, stattdessen kaufen. Warum das? Ja, weil es dieses Ausproblem nicht löst, oder? Wir essen jedes Jahr in der Schweiz 2,5 Millionen Schweine. Und wenn ich jetzt sage, also gut, wir müssen alle töten, wegen dem werden Gleite, werden halt 2,5 Millionen Schweine importiert. Wir essen so viel. So, also die Lösung ist doch, schauen, dass man an einem Ort eine Alternative bieten kann, um sie zu halten. 2 Monate später. Oliver Hess ist unterwegs, um für sein Projekt zu werben, für seine Vision von freilaufenden Wiesenschweinen. Beim Agotreff 2016 in Boswil. Begrüßen Sie den Oli Hess. Ja, also ich bin Oli und gehöre zu der Rasse der Menschen. Trotz der Frisur. Ich habe sicher relativ ein bewegtes Leben hinter mir. Ich habe viele Sachen gesehen. Ich habe sicher auch so eine kindliche Neugier noch behalten. Der gelernte Offset-Drucker Oliver Hess liebte schon immer das fast Unmögliche. 2004 baute er das größte Baumhaus der Schweiz um einen lebenden Baum herum. Die Eiche kann 200-300-Jährige alt werden. Die Eiche kann auch wachsen. Wir haben hier keine festen Verbindungen im Baum. Die kann sich entwickeln, genau gleich.
Tiere und Natur. Davon waren Esther und Oliver Hess bereits 2008 begeistert. Sie bewirtschaften eine Alp im Wallis, ab 2009 bereits mit Baby Anouk. Als Herdenschutzbeauftragter des Bundes machte Oliver Hess 2010 seinem Ärger gegenüber 10 vor 10 Luft. Also ich tue als Privatperson schreibe rote Zahlen, dass ich Härtenschutz betreiben kann. Ich habe eine junge Familie, das geht einfach nicht. Wirklich unzufrieden wird Oliver Hess, als er später auf einem Mastbetrieb die übliche Schweinehaltung hautnah kennenlernt. Seitdem lässt ihn der Gedanke an glücklichere Schweine nicht mehr los. Ein Investor hat mich mal gefragt, du, warum kaufst du eine Massentierhaltung, um die zu verändern? Und weil ich einfach finde, dass ich sie nicht vom Büro aus verändern kann. Also wenn ich nicht in den Stiefel stehe und Krücken in der Hand habe, dann schaffe ich das nicht zu verändern. Zurück ins Luzernische, zum Stall in Mosen im Januar 2016. Drinnen geht der Alltag des Schweinemastbetriebes weiter. Für die ganze Familie. Nichts nicht. Ja. Schaffst du das? Gut. Sonst stehen sie drauf und dann reissen sie es ab. Und dann gibt es halt einmal einen Nadelbruch. Das ist nicht gut, gell? Also das Gelenk ist noch gut, weißt du? Ja, vielleicht erholt es sich auch noch. Ein bisschen mit der Kam, hm? 2 Tage alt und schon ein Unfall. Die Muttersau hat sich wohl versehentlich auf ihr Ferkel gelegt. 300 Kilogramm tun weh. Ich werde es noch nicht töten. Ich werde mir jetzt ein bisschen Schmerzmedikament geben und schauen, ob sie da oben noch säugen. Und sonst würde ich es aber töten. Oder wenn sie jetzt noch ein bisschen Muttermilch verwünscht, ist es auch gut. So wird es. Ja, ich muss doch mega wenig. Das steht am Abend wieder. Dann müssen wir es hier für die Wärme tun. Esther Hess ist gelernte Landwirtin. Jeden Tag ist sie im Stall, auch jetzt noch, wo sie im 8. Monat schwanger ist. Das schaffen wir noch. Das geht jetzt gerade noch. Das ist nicht so anstrengend. Genau. Das mache ich nicht mehr viel, gell? Ich will nur dirigieren. Was? Ja, die ist strahlend. Ein gutes Jahr später, es ist Mai 2017. Familie Hess ist gewachsen und Tochter Vivian ist das, was hier auch der Rest der Familie ist. Schweineschnitzel. Und Rüebli? Eis. Der Traum von einer artgerechten Schweinehaltung ist weiterhin aktuell, inklusive Auslauf auf die Weide. In der Computeranimation ist alles schon Realität. Das ist genau auf der Grundmauer des alten Saustalls. Der würde einfach massiv höher werden, damit wir eine saubere Luft innen bekommen. Immer zugänglich können sie hier das Rampeli ab und haben hier unter dem Balkon innen nachher ein Kompostnest. Und kommen hier auf die Koppel. Planend wären wir relativ weit. Also wir stehen eigentlich kurz vor der Baueingabe. Jetzt ist vor allem die zentrale Frage, können wir sie in dieser Form finanzieren? Bisher ist von den großen Zukunftsplänen auf dem Hof nichts zu sehen. Noch immer fristen die Tiere ihr Dasein ohne Auslauf ins Freie. Aber Oliver Hess ist weiter unermüdlich dran, seine Pläne von einer besseren Schweinehaltung umzusetzen. Gegen alle Widerstände und mit Notfallplan. Aber wenn Sie jetzt würden aussteigen würden, dann sehe ich nichts mehr anders als verkaufen. Ich meine, die Wiesensau per se stirbt nicht, aber es wird nachher einfach unheimlich viel schwieriger. Trotz aller Schwierigkeiten hat Oliver Hess Investoren gefunden, die an seine Idee der Wiesenschweine glauben. Heute planen wir etwa 6 Millionen Franken in den Totalumbau zu tun. Das ist natürlich nicht, das klingt noch sehr einen höheren Betrag, weil das ist ein alter Kuh im Betrieb. Den müssen wir sowieso umbauen. Nebenan im Stall läuft die Vorbereitung zum Kastrieren. Esther Hess verabreicht den männlichen Ferkeln zuvor ein Schmerzmedikament. Danach wird die Vollnarkose eingeleitet. Das Narkosemittel strömt aus der Maske in die Schnauze. So,
tue nicht gerne zu tief, sonst tue ich den Hoden aufschneiden. Und das ist nicht so gäbig. Das ist nicht so meine Lieblingsarbeit. Es muss sein, und zwar innerhalb von 14 Tagen. Also der Grund ist eigentlich, dass wenn man sie nachher ausmästet, damit das Fleisch nicht stinkt, weil sie so halt auch nicht fruchtbar sind, logischerweise, wenn man die Hoden rausschneidet. Guten Morgen. Die Ferkel erholen sich schnell von dem Eingriff. Schon nach wenigen Minuten stehen die meisten wieder. Und sonst helfen die Geschwister nach. Ein halbes Jahr später, Dezember 2017. Oliver Hess ist unterwegs nach Basel zum Hauptsitz von Coop. Das ist ganz sicher ein ganz, ganz grosser Tag. Und für das habe ich ein Stück über ein Jahr gekämpft. Und bin natürlich extrem erfreut, jetzt wirklich die Fahrt zu machen. Mit Coop soll ein Vertrag unterzeichnet werden. Der Vertrag garantiert ihm die Abnahme seiner zukünftigen Wiesenschweine. Ich weiß ja, was wir unterzeichnen. Wir haben das lange verhandelt. Aber ja, ist ein wichtiger Moment. Grüezi, Fabi. Ciao, Oli. Hallo. Gut, selber? Hallo, ja. Super. Merci vielmals. Ciao, Oli. Tschüss. Ciao. Ja. Was machst du noch? Mit dem Grünen in dem Fall. Hey, ein Jahr Arbeit, Herr. Ja, voilà. Ja, da hinten. Ein Jahr Arbeit, mega. Also viel Arbeit. Für dich noch etwas länger, oder? 2009 habe ich die ersten Dokumente geschrieben zum Thema so. Ja. Besonderer Moment? Ja, man sieht es ein bisschen so diesen da. Ich probiere sehr ruhig zu sein. Und echt cool. Machst du es gut? Du bist erfahren in dem. Ja, Gott. Juhu! Juhu! Ich muss nur mit Handschuhen anpacken. Ja, freut mich, Oli. Hey, mega. Hey. Mega. Freut mich auf das Projekt. Ja, ich mich auch sehr. Wirklich spannend. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir etwas machen. Ja. Definitiv. Ja. Das ist für uns ein Pilotprojekt, ein Leuchtturmprojekt. Es hat sehr viele innovative Ideen dahinter. Gerade Wiesen, Weid, Wühlen sind Argumente, die wir uns viel davon erhoffen. Der Vertrag sichert die Abnahme des Fleisches. Für Oliver Hess ein Meilenstein. Aber etwas Entscheidendes fehlt noch. Jetzt hoffe ich, dass der Kanton und die Behörden gut mitmachen. Und dann können wir hoffen, dass wir nächsten Herbst, Winter auf dem Boden sind. Und ich freue mich auf die Bilder, wo die ersten Säule bei uns vor dem Stall umspringen. Wenige Monate später der Schock. Seine Schweine müssen im Stall bleiben. Sein Traum ist geplatzt. Die Behörden verweigern die Baugenehmigung. Der Umbau wird vom Kanton als Ersatzneubau eingestuft. Darum verbietet das Raumplanungsgesetz eine Ausweitung des Stalles, der als Gewerbebetrieb gilt. Es ist emotional extrem schwierig. Also ich denke, für die Kinder, für Tester, für mich extrem schwierig. Es ist auch so ein Zusammenhang zu unseren Tieren. Ich habe immer unseren Tieren versprochen, wir befreien euch. Und dort zu merken, nein, das kann ich jetzt nicht mehr, das ist schlimm für mich. Der Hof ist verkauft, ebenso das Wohnhaus nebenan. Das Kapitel Mosen ist für Familie Hess jetzt zu Ende. Wir hoffen halt sicher immer, vor allem wenn man halt auch so lange investiert hat und geschafft hat für das Ziel, dass eben die Säue auf die Wiese können. Und ja, doch, es ist mir also wirklich, ja, es ist mir so vorgekommen, wie alles umsonst gewesen wäre, so die ganze Arbeit von 6 Jahren da. Unter diesen schlechten Bedingungen, ja. Doch Oliver Hess wäre nicht Oliver Hess, wenn er keinen Ausweg vorgesehen hätte. Im Vertrag mit Coop ist eine Option offen gehalten. Das Projekt der Wiesenschweine muss nicht zwingend in Mosen umgesetzt werden. Weil wir gesagt haben, wir wollen die Säule befreien und wir warten jetzt nicht noch 5 Jahre und kämpfen 5 Jahre für Mosen. Haben wir halt entschieden, dass wir es mit einer Bauernfamilie vom Entlebuch realisieren. Wenige Monate später, im Oktober 2018. Der Brückhof in Schüpfheim ist im Umbau. Hier soll die Idee von den Wiesenschweinen erstmals umgesetzt werden. Oliver Hess ist jetzt nicht mehr Schweinemester, sondern eine Art Systemanbieter. Letzter Testlauf mit den Technikern, bevor die echten Schweine raus dürfen.
Ich bin hier simulierte Schweingruppe. Also, du bist jetzt eine Schweinegruppe. Viel digitale Technik und Automatisation sollen den Schweinen ein artgerechtes Leben bieten. Sensoren erkennen, ob alle Schweine wieder im Stall sind. Dann kann die nächste Gruppe in den Auslauf. Jede Schweinegruppe hat ihren eigenen Rufton. Dann wissen die Tiere, dass sie wieder in den Stall kommen sollen, denn es gibt Futter. So die Theorie. Ich bin immer noch sehr angespannt, bis ich dann weiss ganz sicher, dass alle Tiere das machen, was ich auch gedacht habe, dass sie machen. Das wäre jetzt gerade der Ton gewesen, wo sie reinkommen. Gespannt ist auch Franz Studer. Er ist der Hofbesitzer und will das Leben seiner jährlich 1000 Mastschweine verbessern. Dann ist es soweit. Zum ersten Mal öffnet sich für die Schweine das Tor. Franz, du hast mutige Säule. Meine These stimmt nicht. Zum ersten Mal haben sie eine große Fläche mit viel Material zum Wühlen. Jetzt! Schweine im besten Teenie-Alter. Neugierig und quick lebendig. Gratuliere. Ich gratuliere. Super, nicht? Das ist faszinierend, oder? Mit jeder Lossäckeln, oder? Und gerade für nur ein Zeug innen, oder? Wieder um ein halbes Jahr später, März 2019. Jetzt ist auch der Auslauf auf die Wiese fertig. Die Schweine dürfen gruppenweise zweimal täglich für je eine Stunde ins Grüne. Mega schön. Ja, ich wünsche dir, es wäre in Mosen so. Das ist wirklich sehr schön zum Sehen. Der Pool reizt noch nicht. Dagegen sind die Holzschnitzel sehr beliebt, da sie nach Wald riechen und mit Maiskörnern versetzt sind. Was gefällt dir am meisten, wenn sie hier auf der Wiese so rumspringen? Ja, können sie hier wühlen und so Leckerlis finden. Das finde ich schön irgendwie. Diese Ablenkung ist wichtig, denn sonst würden die Schweine die Wiese zerwühlen. Diese ist zusätzlich mit einer Matte im Boden geschützt. Weißt, wenn die einen Moment lang haben können wühlen im Ding innen und nachher kommen sie raus und können ein bisschen Gras catchen, dann ist das super, ne? Der Ton ruft zum Futtertrog. Die Schweine haben schnell gelernt. Dieses System hat Oliver Hess ausgetüftelt. Wenn viele Bauern es übernehmen, kann er seine Entwicklungskosten vielleicht wieder hereinholen. Darauf ist er dringend angewiesen. Die von ihm gegründete Wiesenschwein AG zahlt ihm nur einen kleinen Lohn. Aber er verdient mit, wenn das Fleisch unter seinem Markennamen verkauft wird. Oliver Hess findet, dass das Fleisch seiner Schweine sehr gut schmeckt und hofft auf viele ähnlich denkende Konsumenten. Zum Wohl der Fleischesser, aber auch der Schweine. Ja, ist das, wo ich 10 Jahre darauf hingearbeitet habe. Und es ist super. Wir werden noch einen Moment brauchen, bis die Säule genau sich so verhalten, wie wir wollen. Wir müssen sie noch ein bisschen mehr ablenken, aber es ist unheimlich schön, ja. Diese Schweine haben Schwein. Zwar werden auch sie in einigen Monaten geschlachtet, aber sie hatten ein Leben in Würde.